Die Elementare sind endlich wieder auf der Seite des Magiers. Dieses Deck ist super aggressiv und macht auch dementsprechend Spaß zu spielen. Es hat einen wirklich guten Flow, denn ihr müsst hier in diesem Deck auf die Mana-Kurve bzw. auf den Mana-Flow achten. Ihr wollt immer konstant in jedem Zug mindestens ein Elementar spielen, um die neuen Mechaniken am besten auszulösen. Die neuen Mechaniken sind nämlich hier für, du beschwörst hier mit dem Overflow und Surger zum Beispiel immer eine weitere Kopie von ihnen für jeden Zug, wo du in einer Reihe Elementare ausgespielt hast. Das heißt also Zug 1, 1, Zug 2 auch 1, Zug 3 auch 1 und dann hast du hier dementsprechend drei Kopien dieses Minions. Das gleiche oder ähnliche macht hier der Lamplighter, er schießt Schaden, aber für jeden Zug, wo du konstant wieder ein Elementar nacheinander rausgespielt hast, kriegt er einen zusätzlichen Schadenspunkt dazu. Das sind halt eure Finisher. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, Lamplighter kann extrem gut sein, wenn wir da irgendwie so 10 Schaden oder sowas rausknüppeln können, ihn dann vielleicht nochmal bouncen und dann nochmal 10 Schaden rausknüppeln. Er ist ein Finisher an sich, muss man mal ganz klar sagen. Aber auch aggressiv kann der Overflow Searcher gemeinsam mit dem Flame Revenant extrem gutes Potenzial aufs Spielfeld bringen, extrem früh, wenn ihr den Coin habt auf Turn 3, sogar schon Turn 4 lohnt sich es aber auch dementsprechend. Das ist eine wirklich schöne neue aggressive Kombination. Ansonsten spielen wir hier das Early Package von den Elementaren mit Firefly, mit Tar Slime zum Beispiel auch. Wir haben auch für diese billigen Minions, dass wir unsere Hand refillen können, den Unchained Gladiator mit drin für 4 Mana, 4-4. Wir ziehen eine Karte und wiederholen das Ganze für jedes Elementar, das wir im letzten Zug, im letzten Zug gespielt haben. Und dann auch als Late-Game-Karten, beziehungsweise um uns auch ein bisschen am Leben zu halten, vielleicht auch gegen die großen Giants, die gerade viele Decks mit raushauen, ist der Sleet Skater mit drin. 5 Mana, 3, 4, wir frieren einen gegnerischen Minion ein und bekommen dann so viel Rüstung, wie er Attacke hat, kriegen dann noch die Miniatur davon, sehr starke Minion, um ein bisschen Kontrolle aufs Spielfeld zu bekommen und Tainted Remnant gegen andere Agro-Decks für 5 Mana, 7, 4, wir hauen 7 Schaden raus, zufällig verteilt, kann man auch als Finisher benutzen, man muss aber einen Zug davor ein Elementar ausgespielt haben. Es gab nur eine große Problematik mit diesem Deck und das ist, dass gegen Krieger zu spielen wirklich momentan nicht so ganz cool ist. Ich kann euch also sagen, wenn ihr dieses Deck testet, gegen Krieger werdet ihr kaum irgendwie eine Chance haben. Die Kombination aus dem Druiden Möglichkeiten zu rampen und dem Krieger und seinen absoluten Control-Value ist momentan vielleicht ein bisschen schwierig für Agro-Decks, aber da werden wir sicherlich in den nächsten Wochen noch ein paar Nerfs kriegen. Und damit sage ich mal, viel Spaß beim Gameplay, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt was Schönes in die Kommentare, vergesst nicht zu abonnieren und haut rein. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. No turning back now. Ich meine, es wäre natürlich schön, wenn ich einen Tar Slime ziehen würde. Aber ich denke mal, dass ich damit auch sehr zufrieden bin. Wenn er jetzt nicht direkt Flame Imp rausgeht, sieht das für mich eigentlich ganz gut aus, gell? Ich gehe direkt Flame Revenant und er wird vermutlich Painlock sein, so wie momentan die Meta aussieht. Gegen Painlock ist halt der Revenant super nice, okay. Ja, wir gehen mal für Firefly. Freezen den Kollegen hier und bauen uns damit jetzt unser Board auf. Oh, der Rook. Den hätte ich jetzt tatsächlich gerne hier. das heißt also, du wirst hier zu einem 4-4. Ich hätte auch ihn traden können. Game für eine Firefly. Ei, wir hitten hier halt mal richtig Schaden ins Gesicht von diesem Kollegen. Zug 3 und der Druck ist hoch und er hat jetzt seinen Giant, ne? Das ist kein Giant? Das ist auch kein Giant. Ja, well played. Zug 3 einfach tot. Oh, wie schön war das denn bitte?
Paladin. Was ist denn gerade ein gutes Paladin-Deck? Das ist keine gute Starthand. Obwohl das halt eine super coole Kombination ist. Wir packen das mal so weg. Ich möchte mal gucken, ob wir noch ein bisschen was Billiges... Ja, perfekt. Okay, wir haben wieder die Münze. Das heißt, wir coinen einfach direkt den Flame Revenant raus. Wir gehen aggressiv rein. Ich hoffe einfach nicht, dass er irgendeinen Buff hat. Dann wäre ich happy. Don't worry, be happy. Weil dann freeze ich. Oh mein Gott, wir machen einfach die gleichen Shenanigans wie im letzten Mal. Komm schon, hab keinen +2/+2 oder sowas. Das ist okay. Oh, das ist nicht okay. Weil damit kann er traden, ne? Aber er ist face gegangen, das ist schon mal nicht schlecht. Weil damit lässt er zu, dass ich mir ein bisschen mein Board aufbaue. Ich glaube, ich brauche den Freeze-Dude später. Wenn er auf einen Seelix geht oder sowas. Bye bye. Flame Revenant, du warst gut. Sehr gute Karte. Ich versuch's einfach mal. Okay, das war die richtige Entscheidung. Definitiv. Er hat super viele Summonings jetzt gerade. Damit haben wir ein volles Board und es wäre halt schön gewesen, wenn die alle 4 Dreier gewesen wären, aber so lange wollte ich jetzt nicht warten. Und ich denke halt, dass wir mit einem Tainted Element im nächsten Zug echt gut Damage machen können. Auch wenn er hier jetzt einen Ding, hier eine Crystallization, wie heißt es nochmal hier? Ja, bye bye Board. Das wird ein fettes Removal werden. Oh, Flash Sale. Okay, das wird doch kein fettes Removal werden. Interesting. Okay, das ist jetzt wirklich interessant. Sechs Damage machen wir jetzt hier schon. Und wir holen uns jetzt gleich nochmal 9 Rüstung. Und können ihn dann töten im nächsten Zug. Ja, wir können ihn sogar in diesem Zug töten. Die Frage ist halt, wann baue ich genug Druck auf, um ihm irgendwie Damage zu machen? Und das ist gerade noch ein Problem.
Ich meine, mein Play wäre vermutlich Lamplighter, Bounce Lamplighter plus Lamplighter. Mach den Combo-Deck draus aus dem Ganzen hier. Okay. Ja, er sieht genau, was hier die Probleme sein werden für ihn. Das ist gut. Das sollte auf jeden Fall das gegnerische Board platt machen. Are you kidding me? So viel Face gekriegt wieder, Mann. Jetzt muss ich halt hier ein paar dumme Trades leider machen. Ah, das war halt echt nicht gut. Ich dachte halt, ein Hit könnte da reingehen. Weil sieben ist halt echt nicht viel. Aber wo sieben? Wenn er jetzt den 7-4er halt nicht killt, dann habe ich ihn. Dann habe ich mit einem Saloon Brewmaster oder noch einer Lava Lamp. Lamp Lighter. Gott im Himmel. Lava Lampe einfach. Bin ich schon in der richtigen Richtung unterwegs. Aber nur, wenn er halt auch keinen Lifesteal hat. Aber den 9-8er, den halte ich jetzt im Eisklotz. Das ist ein. No. Okay, bye bye Board. Oh, nochmal ein Flash Sale. Ja, trotzdem bye bye Bolt. Oh mein Gott, das könnte so gut sein. Komm schon, tu mir den Gefallen, auf die drei. Immer ein 2 von 3. Zwei von drei. Ich brauche nur eine Lamplighter oder einen Saloon Brewmaster, please. Weil jetzt kann ich nämlich auch nicht mehr einfrieren. Er tradet einen von den drei Einsern ab. Zwei. Mit seiner Waffe kann er auch noch einen wegnehmen. Okay, er könnte auch einen von den Two-Drops wegnehmen, gell? Wait. Habe ich damit Lethe? Ich habe 3, 6, zack, 8. Mega Feuerball. Der Lampenlichter hat einfach hier den Win gemacht. Nice. Krieger. Es ist halt, also. Das ist ja schon fast ein bisschen eine Plage, ey, mit den Kriegern hier. Okay, wir packen den hier mal weg. Ja, wir packen mal eine weg. Vielleicht haben wir noch. Ja, okay, das sieht gut aus. Wenn wir noch ein bisschen Early Game bekommen. Okay, das ist auch gut. Zack. Krieger sind momentan halt wirklich überall unterwegs, weil sie so extrem stark sind. Sie sind halt mit das einzige Deck, das wirklich potenziell mit großem Removal, beziehungsweise großen Einheiten und Removal gegen die ganzen Aggro-Decks ankommen. Diese Celiex-Combo ist einfach sick, muss man sagen. Also wirklich crazy, wie viel Potenzial sie haben. Dazu haben wir speziell diese ganzen Blade-Swirls, wir haben Brawl und so weiter und so fort. Ich muss euch nicht erklären, warum der Krieger gut ist. Vor allen Dingen, jetzt wo er halt noch den Ding mit dazu bekommen hat. Jetzt wo er noch den Kollegen Druiden mit dazu bekommen hat und damit rampen kann, ist es halt nochmals krasser.
Okay, meine Hoffnung ist, dass ich schnell genug bin. Ich beschwöre jetzt 4 Stück. Das heißt, wenn er einen töten würde, ist es noch okay für mich. Wenn er alles tötet, wird es vielleicht problematisch. Oh nein, er hat New Heights schon am Start. Okay, das ist halt die Karte, wo ich meine. Er kann jetzt maximal 13 und rampt sich halt um 1. Ja, ich werde eine Kopie weniger bekommen, aber dafür bekommen die ganzen Dudes hier jetzt plus 2 plus 2. Weshalb ich ihn hier jetzt auch hoffentlich ein bisschen heftiger drücken kann. Das sind 15 Schaden, die ich hier aufs Spielfeld bekommen habe. Komm schon, einmal kein großes AOE, please. Oh mein Gott. No! Shieldblock. Und dann ist im nächsten Zug Sprawl dran. Ich meine, ich habe ihm gut Damage gemacht. Und ich hätte ihn töten können, hätte ich noch einen Board Space gehabt. Nee, hätte ich nicht. Ein Damage hätte mir gefehlt. Aber wenn er jetzt seinen Garrosh Gift nicht hat. Okay, er ist sanitized. Okay, 10 Damage auf alles. Das ist uncool. Damit ist er auf 17 Leben wieder. Ja, ich friere ihn mal ein. Wir spielen den Kollegen hier. Wir hätten das hier so. Und dann habe ich die Hoffnung, dass ich einen Tainted Revenant rausspielen kann, einen Saloon Brewmaster hinterher spielen, um ihn wieder zu bouncen, um es dann nochmal rauszuspielen. Aber dafür darf er keinen Celiax jetzt haben. Er hat so viele Shieldblocks, Leute. Er hat so viel Heilung. Wir hatten so viel Druck und es funktioniert trotzdem nicht. Er hat keinen Rusher mehr, das heißt, er hat Celiax schon auf der Hand. Uff. Das ist ungut. Das ist ungut, ungut, ungut. Wir gehen mal hierfür. Komm, töte die zwei vielleicht bitte. Okay. Ja, er wird auf jeden Fall den Celiax hier rausspielen. Und damit sind wir halt leider aus dem Game draußen. Es ist halt so krass, dass du halt einfach auf Turn 7 ihn töten musst, dass es irgendwas bringt. Dass du halt irgendwie auch nur eine annähernde Chance hast auf eine Win. Auf einen Win. Passt auf, ich kann es halt versuchen, ihn hier zu töten. Ach komm. Mein Gott, okay, das ist halt. Was soll man da machen? Wenn man so Pech hat, dann kann man da nichts machen, Leute. Das war wirklich eine der unglücklichsten Situationen, die hätten passieren können. 7 Damage und nur einer hittet rein. Ja, und damit resurrected er ihn zweimal und das ist ein Conceit, Leute. Ja, Krieger. Merkt euch den Krieger vor, Leute. Dieses Deck wird definitiv noch genervt werden. Die Kombination aus den Rams und allem Möglichen ist einfach viel zu stark. Muss man ganz klar sagen. Queen Ashara versus Celeste. Mirror. Endlich mal was anderes als ein Krieger. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen, sagen wir mal, angefressen. Ich hatte jetzt gerade, das müsst ihr euch echt einfach mal geben, Leute. Könnt ihr euch das vorstellen? 7 Games, 7-mal den Krieger hintereinander. Wie? Und das Problem ist, das Deck, das kann ich euch hiermit jetzt direkt schon mal sagen, ist echt nicht gut gegen Krieger. Man schafft es immer, ihn so auf 10 Leben oder von mir aus auf 8 Leben runterzubringen. Und dann bringt er halt durch den neuen Ramp, den er halt mit drin hat, vom Druiden, immer wieder diesen Celiax mit raus, tradet ab und du hast halt keine Möglichkeit, ihn irgendwie zu töten. Außer du hast halt einen Tainted Remnant, beziehungsweise nach Möglichkeit am besten doppelt Tainted Remnant. Aber ja, das ist halt, ich kann es euch schon sagen, das ist eine super, super ungute Situation. Nice, das ist ein guter Two-Drop. Ich hoffe, er hat ihn nicht vor mir gezogen. Ansonsten haben wir den Vorteil, dass wir gleich unseren Tar Slime damit boosten können. Oh, und ich habe die Combo, nice. Das ist richtig gut. Okay, Flame Guys hier. Bin ich komplett d'accord damit? Jetzt spielt er noch den One-Drop raus. Er coint. Okay, vielleicht hat er auch noch den Remnant. Nee, er geht für den Rusher.
Okay. Ich meine, ich probiere es, Leute. Ich probiere es. Grundsätzlich kommt er hier nicht durch, durch die 3-4. Und der 2-3er wird im nächsten Zug mit 4 Kopien hier verstärkt. Er hat auch einen Remnant. Gefährlich. Ich meine, ich kann... Er surrendert halt einfach. Ich kann ihn hier töten. Aber ich habe mir überlegt, ob ich da irgendwie noch was weiteres machen soll. Das war aber ein guter Play. Das hat mir tatsächlich einiges geholfen. Ja, ihr seht jetzt auch, was außerdem passiert bei 7 Krieger-Spielen hintereinander.